Moin liebe Trickser und sonstige Scharlatane, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Boah, ist das ein Wetter draußen, ist ja komplett nass. Willkommen zu diesem neuen Zaubervideo. Heute geht es wieder um Kartentricks und Kartenzauberei. Aber ich mache das Ganze heute etwas anders, als ihr das sonst von mir gewohnt seid. Denn ich zeige euch jetzt nicht einfach einen Kartentrick und erkläre ihn im Anschluss, sondern ich möchte euch eine bestimmte Falschmischtechnik vorstellen, die ich ziemlich cool finde, und euch in dem Zusammenhang einen Kartentrick zeigen, dass ihr dann direkt sehen könnt, wofür ihr diese Falschmischtechnik überhaupt verwenden könnt. Okay? Super. Ja, das heißt, heute müsst ihr nicht miträtseln, oh, wie hat er das gemacht? Das nehme ich euch heute mal für das eine Video, weil ich sonst das Video auch nicht falsche Mischtechnik betiteln kann, sondern einfach nur wieder cooler Kartentrick für Anfänger. Und das ist doof. Dann jetzt erstmal viel Spaß mit meiner Performance. Für diesen Kartentrick, anhand dessen ich euch die Technik jetzt erklären möchte, verwende ich ein gewöhnliches Pokerkartenspiel. Ihr könnt aber auch jedes andere handelsübliche Kartenspiel verwenden. Für einen Kartentrick muss ein Kartenspiel natürlich erstmal durchgemischt werden. Na, die letzten Karten haben sich ein bisschen geweigert, was soll's, ineinander schieben das Ganze. Und wir können das Deck auch noch einmal abheben. Und das Schöne ist, egal wie wir das Kartenspiel jetzt gemischt hätten, durch jedes Mischen verändert sich die Konstellation des Kartenspiels. Und wenn ich jetzt durch diese zufällige aktuelle Konstellation des Kartenspiels die obersten Karten so auf den Tisch verteile, auf 4 Stapel, dann ergibt sich für den ersten Stapel zufällig eine Abfolge genau dieser 4 Karten hier. Ja, nichts Spektakuläres bei. Stapel Nummer 2 enthält zufällig genau diese Karten hier. Stapel Nummer 3 enthält diese 4 Karten. Und Stapel Nummer 4 enthält zufällig diese 4 Karten. Yeah. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie funktioniert dieser Trick und wie funktioniert diese Falschmischmethode. Und das erkläre ich euch jetzt aus der Ego-Perspektive. Schnappt euch eure Kartenspiele und macht direkt mit mir mit. Ja, ich mache es ganz langsam mit relativ wenig Schnitten gleich an den wichtigsten Stellen, sodass ihr live mit mir mitmachen könnt. Okay? Super. Ich würde diesen Kartentrick und allgemein auch dieser Kartenmischtechnik auf meiner Schwierigkeitsskala eine 4 von 10 geben. Bisschen üben und dann kriegt ihr das alle auf jeden Fall hin. Und jetzt viel Spaß. Erstmal braucht ihr, abgesehen von der Technik, die ich euch gleich zeigen werde zum Mischen, ein kleines Setup. Das Setup ist ganz, ganz simpel. Ihr nehmt ein Ass, legt es mit dem Gesicht nach unten auf den Tisch. Darauf legt ihr 3 zufällige Karten aus dem Kartenspiel. Das nächste Ass, Gesicht nach unten. Wieder 3 zufällige Karten. Das nächste Ass. Wieder 3 zufällige Karten. Und das letzte Ass. Und wieder 3 zufällige Karten. Diese Karten hier haut ihr jetzt oben auf das Kartenspiel obendrauf. Und dafür brauchen wir dann auch unsere Falschmischmethode, denn diese obersten 16 Karten müssen genau so an oberster Stelle bleiben. Man könnte jetzt einen gewöhnlichen Riffle-Shuffle machen und dann versuchen, die letzten 16 Karten hier oben zu halten. Das sieht aber total kacke aus. Ja, ihr seht das. Auch die Bridge sieht da nicht so schön aus. Es ist also cooler, eine Methode anzuwenden, bei der es aussieht, wir würden es komplett durchmischen, das Deck. Und darum geht es jetzt in diesem Video hier. Ich würde das Ganze nicht in die Hand nehmen und dann so den Riffle Shuffle machen, sondern wir machen es wie folgt. Ihr legt das Deck so waagerecht vor euch auf den Tisch. Jetzt schnappt ihr euch von unten eine Hälfte und zieht sie nach rechts als Rechtshänder. Ja, also untere Hälfte ziehe ich nach rechts rüber. Hier ist also unten, hier ist oben mit diesen 16 Karten oben drauf. Jetzt mischen wir die Ecken ineinander, genau so. Normaler Riffle Shuffle also soweit. Und schieben sie ineinander. Und jetzt wird es interessant. Wir schieben die Karten jetzt nicht einfach ineinander rein. Wir fangen zwar damit an, die normal ineinander zu schieben, aber ab einem bestimmten Punkt gehen wir mit unseren Händen davor und verdecken das Sichtfeld zum Zuschauer. Ich mache es jetzt mal nicht so, wie wir das gleich durchführen werden, sondern ich mache es so, dass ihr es erstmal sehen könnt. Das ist jetzt noch nicht zum Nachmachen. Das ist jetzt erstmal nur, damit ihr versteht, was ich gleich machen werde. Wir fangen an, das Deck normal ineinander zu schieben. Doch ab einem bestimmten Punkt werden wir das Deck so schräg ineinander schieben und immer weiter und weiter, sodass wir dann so greifen können, ich erkläre das gleich genauer, hier reingreifen können und jetzt, ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen, rechts und links Griffflächen haben, um die Karten wieder auseinander zu ziehen. Wir verdecken das Ganze gleich aber so mit unseren Händen, können dann noch so ein bisschen durchriffeln und es sieht aus, als hätten wir die ganze mal ineinander geschoben. Dann können wir in diese Griffflächen reingreifen und können so die Karten, die vorher links waren, nach rechts ziehen und die Karten, die vorher rechts waren, nach links ziehen. Genau so. Zack.
Diese Hälfte landet dann am Ende oben drauf und wir haben nicht eine einzige Karte in diesem Deck durcheinander gemischt. Ihr seht das, drei Karten Ass, drei Karten Ass, drei Karten Ass, drei Karten und Ass. Ja, das Setup, diese 16 Karten sind immer noch in derselben Reihenfolge. Und jetzt für euch zum Nachmachen, also mit Zeigefinger, Mittelfinger und Daumen erstmal die untere Hälfte nach rechts wegziehen, die Karten an den Ecken ineinander riffeln, sie jetzt anfangen ineinander zu schieben, bis zu diesem Punkt hier ungefähr. Und jetzt gehe ich hier vorne mit meinen Händen hin und verdecke für den Zuschauer mit meinen Mitteln und Zeigefingern, dass ich jetzt mit meinem Ring und kleinem Finger die Karten hier schief ineinander schiebe, ja? Ich schiebe die schief ineinander und kann jetzt mit meinen Daumen hier unten in diese Ecke hier reingreifen und mit meinen Mittelfingern weiter hier oben drücken, ja? So. Zack, hier oben drücke ich, hier unten ziehe ich und drehe das Ganze am Ende wieder gerade. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt alle mit mir mitmachen. Ja, dadurch haben wir jetzt hier diese Griffflächen, in die wir jetzt einfach greifen können und das Ganze auseinanderziehen und das Rechte kommt oben drauf. Das war jetzt wieder ein bisschen schnell, ich mache es noch ein bisschen detaillierter, denn ein paar Stellen muss ich doch noch erklären. Also, untere Hälfte kommt nach rechts, ineinander riffeln, wenn das mal gehen würde, so. Wir schieben sie ineinander. Ab diesem Zeitpunkt hier verdecke ich mit meinen Händen, dass ich die Karten schräg ineinander schiebe. Ich schiebe und schiebe, schiebe, schiebe. Jetzt macht das mal schön mit mir mit. Wir schieben und drücken hier oben gerade und haben dadurch unsere Griffflächen hier unten erhalten. Und dabei halten wir die ganze Zeit mit unseren Händen so von oben, sodass der Zuschauer das hier nicht sehen kann. Und es sieht tatsächlich für ihn aus, als hätten wir die Karten ineinander geschoben. Jetzt können wir das Ganze noch halten, mit dem Zeigefinger draufdrücken und einmal durchriffeln. Dieses Durchriffeln ist unglaublich effektiv, glaubt mir. Das ist so eine Kleinigkeit, aber irgendwie löst es im Kopf des Zuschauers aus. Alles klar, die Karten liegen wirklich genau so jetzt da und nicht mit diesen Zipfeln hier überstehen. Jetzt können wir hier tatsächlich an den Enden greifen. Und ich würde das Ganze so rausdrehen, auseinanderziehen. Und die rechte Hälfte oben drauf legen. Dadurch haben wir das Setup des Kartenspiels komplett nicht verändert. Das ist also ein vollständiger False Shuffle, ja? Und jetzt performen wir das Ganze noch einmal in schnell. Untere Hälfte kommt nach rechts. Ein bisschen ineinander drücken. Ineinander riffeln. Zack. Ineinander schieben. Zack, zack. Und jetzt hier, ihr seht's, was ich gemacht habe. Wir verdecken natürlich hier unser Problem. Riffeln einmal durch. Und sagen, wir heben noch einmal ab. So wird das Ganze am Ende aussehen und wir verändern dadurch nicht die Reihenfolge des Decks. Hier ist immer noch unser Setup. Jetzt haben wir den Zuschauer vorgegaukelt, wir hatten das Deck gemischt. Der Rest des Tricks erledigt sich von selber. Ihr teilt vier Stapel aus. Ich würde drei so hinlegen und einen zu euch, denn es kommt sehr effektiver, jeweils vier Karten auslegen, ist klar. Den Rest des Decks tun wir zur Seite. Es kommt sehr viel effektiver, wenn ihr diesen Stapel hier schon mal in eure Hand nehmt und die ganze Zeit in der Hand haltet. Irgendwie finde ich, das ist ein richtig cooler Effekt. Jetzt müsst ihr nur noch enthüllen. Hier vier zufällige Karten, da vier zufällige Karten, hier vier zufällige Karten und im letzten Stapel haben wir auch vier zufällige Karten. Macht dann eine richtig dramatische Enthüllung draus, wie ihr die einzelnen Stapel und auch den finalen Stapel enthüllt am besten. Da könnt ihr euch einfach meine Performance zu anschauen und euch daher so ein bisschen Inspiration holen, wie ihr das Ganze anwenden könnt. Und das war alles, was ihr zu dieser Technik wissen müsst. Ich hoffe, euch hat dieses Video heute Spaß gemacht und euch hat diese Erklärung weitergeholfen. Wenn dem so ist, könnt ihr mich ja belohnen dafür, dass ich so lieb bin und euch das erkläre. Mit einem Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen runter. Was jetzt noch wichtig wäre für mich ist, am Mittwoch steht sie an. Die nächste Folge. Battle of the Bros. Battle of the Bros! Mittwoch Battle of the Bros und Tobi und ich brauchen noch Bestrafungsideen, Challenge-Ideen. Haut uns alles an Ideen für die nächste Battle of the Bros-Folge ab in die Kommentare. Wir wollen die eher so ein bisschen draußen drehen, wenn das Wetter mitspielt und so eine kleine Sommerfolge machen. Also jetzt nicht so wie letztes Mal, dass es nur so Nachdenk-Challenges waren und nur im Haus, sondern gerne so Sachen, wo man auch mal mit rausgeht. Dankeschön für eure Hilfe. Vielleicht lade ich auch vorher wieder so einen Trailer hoch oder so, um euch so ein bisschen drauf anzuheizen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall. Ansonsten, wenn ihr bis Mittwoch nicht warten wollt, um ein neues Video zu sehen, könnt ihr euch auf diese Endcard hier links von mir reinklicken für mein letztes Video. Da habe ich euch die Perfect Production erklärt, eine Methode, mit der man Karten aus der Luft zaubern kann. Und unten links von mir verlinke ich euch einen weiteren Kartentrick, der auf entsprechend falschen Riffle-Shuffles aber in einfacher basiert. Das Video hat den Titel Einfachster Kartentrick aller Zeiten, also mehr muss ich da gar nicht zu sagen, das kann jeder von euch. Schaut euch die beiden Videos an, ansonsten bis Mittwoch um 14 Uhr. Danke fürs Anschauen dieses Videos. Wir haben lange kein Niederraten mehr gemacht, also ihr wisst Bescheid nach Endcard. Tschüss!
it is crazy.